Was ebenfalls nochmal wichtig ist, ein Bild letztendlich abzuschließen, ist es nochmal so eine gewisse Schärfe zu verleihen. Das Bild ist scharf, auf jeden Fall, aber man könnte es an gewissen Stellen noch ein bisschen schärfer machen. Geht auch relativ einfach. Ich dupliziere mir alle Ebenen nochmal eine, das heißt, ich fasse alle Ebenen zu einer zusammen. Und das dauert einen Moment, mittlerweile. Die Datei wird paar Megabyte groß sein. Und auf dieser Ebene gehe ich einfach nochmal auf Filter, Scharfzeichnungsfilter und scharf maskieren. So, und jetzt kann ich mal schauen. Ich zoome nochmal ein bisschen ins Bild rein, dann haben wir hier nochmal ein bisschen mehr, was wir uns als Vorschau nehmen können. So. Er hat jetzt hier schon nachgeschärft mit den Daten, die ich hier eingetragen habe. Ich mache mal kurz das hier wieder raus. Also er holt er auf jeden Fall. Ich schiebe den Regler Stärke mal ein bisschen hoch. Vorschau nochmal weg. Da kommt auf jeden Fall Schärfe dazu. Man könnte auch den Radius noch ein bisschen erhöhen. Bringt aber auch natürlich mehr Kontraste mit sich. Was in dem Fall also auch nicht wirklich schlimm ist, finde ich. Ja. Ich hoffe, ihr seht das überhaupt bei der Aufnahme. Aber hier passiert schon einiges. Speziell auch in den Augen und so, da knackt es nochmal richtig. Ja? Ja, sehr gut. So gefällt mir das eigentlich super. Dann bestätige ich das mit OK. Und fertig ist für mich das Bild.